Moin Moin! Eine ganz kleine Sache habe ich heute vorab, bevor es richtig mit dem Video losgeht. Es geht ja in der Porphyria Awareness Week darum, möglichst viel Aufmerksamkeit auf die Porphyrien zu lenken, damit die Notwendigkeit gesehen wird, dass vielen Menschen hier noch geholfen werden muss, in welcher Form auch immer. Wir hatten es ja nun durchgehend durch die Tage, dass da noch sehr viel Aufholbedarf besteht im Vergleich zu vielen anderen Erkrankungen. Und deshalb würde ich euch einfach mal darum bitten, wenn ihr das möchtet, doch unter dem Video vielleicht einen Kommentar zu lassen oder ein Gefällt mir zu klicken. Von mir aus auch einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefällt. Das ist dann hauptsächlich natürlich für mich gut als Feedback. Aber es geht ja auch wirklich ein bisschen darum, das Thema Porphyrie etwas bekannter zu machen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das wollt, also nur wenn ihr das wollt, das Video irgendwie teilen, weiterschicken oder auch andere Videos weiterschicken, wenn es vielleicht jemandem helfen kann. Klar, ihr könnt auch das Thumbnail ausdrucken, an den Kühlschrank kleben, als Brieftaube verschicken oder von den Balkonen rieseln lassen als Flyer. Nein, Spaß. Also jetzt ganz im Ernst, es geht halt wirklich ein bisschen darum, Aufmerksamkeit zu erregen. Und es wäre schön, wenn ihr das in irgendeiner Weise machen würdet. Wenn nicht, ist natürlich auch nicht schlimm, das ist alles jedem selbst überlassen. Und ja, es geht mir auch nicht um mich, ich möchte hier keine Bekanntheit erreichen. Sonst hätte ich euch das wahrscheinlich schon x Videos vorher gefragt. Also gut, dann jetzt aber los. Es geht nun zum letzten Tag der Porphyria Awareness Week 2021. Einen schönen guten Morgen. Heute ist der letzte Tag der Porphyria Awareness Week, Tag 8. Wir wandern heute noch das A und es ist früh am Morgen, am Samstag. Und ich habe das Gefühl, es riecht nach Frühling. Vielleicht wird es jetzt doch endlich Frühling, so am letzten Tag. Das wäre so richtig geil. Das wird heute mal zum Abschluss ein richtiges Sightseeing-Video. Wir sind jetzt tatsächlich fertig mit dem Fußwegteil von unserer Tour. Wir gehen jetzt noch ein bisschen zurück, den Unterstrich bis zum U-Bahnhof, sodass wir dann auch zurückfahren können. Und als Abschluss gibt es von mir ein kleines Fazit zu unserem Projekt und deshalb nehme ich euch noch mal kurz mit nach Hause. Ja, okay, also wie gesagt, ein kleines Fazit dazu. Die Porphyria Awareness Week ist ja jetzt nun wirklich vorbei. Und ja, ich muss sagen, das war schon auf jeden Fall ein cooles Projekt, diese ja, 75 bis 80 Kilometer zu gehen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht zusammengerechnet und halt immer auch die Hashtags zu malen, das Ganze mit zu filmen, jeden Tag auch irgendetwas an ja, Inhalten zu bringen. Wie gesagt, Let's Talk Porphyria war dieses Jahr der Tenor des Ganzen, das Oberthema. Es war schon echt eine coole Aktion, auch einfach mal zu wissen, man hat da jetzt eine ganze Woche lang Gas gegeben für etwas, was wirklich auch sinnvoll ist, wo man vielleicht auch wirklich eine Veränderung bewirken kann für einen guten Zweck. Ja, hatte was. Und natürlich auch das Gehen an sich. Ja, ich habe schon mal irgendwann verlauten lassen, an sich gehen wir ja gerne mal auch wandern, spazieren, durchaus auch längere Strecken mal, auch ja so
mal 40 Kilometer an einem Tag und nicht an 4 Tagen. Aber das waren jetzt halt auch nicht unbedingt so die Gebiete, wo wir gerne lang gehen würden. Also wir versuchen dann eher aus der Stadt rauszukommen. Keine Wohngebiete, kein Dauerverkehr, weniger Autos, keine Hochhäuser überhaupt. Ja, also es war schon okay, aber es reicht jetzt auch. Wir haben jetzt, glaube ich, erstmal genug Stadt gesehen. Auch wenn es irgendwo interessant war, so die eigene Stadt, wo ich jetzt seit 2015 wohne, doch nochmal so ein bisschen anders kennenzulernen. Ja, aber das war natürlich immer nur der halbe Teil der Arbeit sozusagen, denn ich bin halt echt nicht gut da drin, entweder überhaupt erstmal Interviews aufzunehmen oder halt auch selber Talks aufzunehmen. Ich musste das auch zum Teil recherchieren nochmal oder gewisse Dinge einfach nochmal auffrischen. Zuweilen habe ich auch einfach schon darauf verwiesen, wenn ihr etwas genauer wissen wollt, schaut euch lieber eins meiner älteren Videos an. Da habe ich mich nämlich sehr mit dem Inhalt beschäftigt. Das Schneiden, was dann auch immer kam, man hat ja dann seine Videobruchstücke, die man immer auch gefilmt hat vom Weg, was halt auch ein bisschen komisch war, ständig die Kamera rauszupacken oder jeden Kilometer anzuhalten, um wieder einen Hashtag zu malen. Ja, aber das Schneiden, da habe ich auch nicht so viel Übung dran. Da ist zwar dieser YouTube-Kanal und das mache ich auch immer mal wieder, aber nichtsdestotrotz muss ich auch erstmal wieder reinkommen und ja, auf allerunterster Ebene sozusagen. Das hat dann schon immer so seine Zeit gebraucht. So ein Video muss dann auch immer rendern, also quasi, wenn man alle Bausteine zusammengebastelt hat, muss es halt zu einem fertigen Videoclip verarbeitet werden. Das muss dann hochgeladen werden. Das dauert auch so seine Zeit. Ich muss das Video beschreiben und YouTube möchte dann auch immer so Sachen wissen wie, ist das für Kinder geeignet oder sind das, keine Ahnung, explizite Inhalte vielleicht? Und ja, all das. Ja, und zum Beispiel auch diese Infokarten einzufügen, die hier immer mal wieder so aufgetaucht sind, das dauert auch seine Zeit. Ich bin da echt nicht gut drin, ich brauche lange für sowas. Und ja, es ist nun mal halt auch einfach so, ich habe jetzt quasi von all meinem Urlaub, den ich habe über das ganze Jahr, 8 komplette Tage, gut halt inklusive Wochenende, aber 8 Tage nur dafür investiert, dieses Projekt durchzuführen. Das haben wir natürlich auch irgendwann schon mal geplant. Da ist auch schon Zeit für drauf gegangen. Und was das angeht, muss ich sagen, so ja, 51 von 52 Wochen des Jahres möchte ich dann doch lieber einfach für mich haben, für mein persönliches Leben. Ich muss auch sagen, es war dann körperlich doch anstrengender als gedacht, denn ich trainiere ja auch trotzdem meinen Kraftsport quasi. Also ich habe auch 2-mal die Woche nochmal trainiert, weil mir das auch wichtig ist, dass ich da nicht komplett rauskomme. Und auch wenn wir öfter mal längere Strecken gehen, ist es doch was anderes, einfach jeden Tag sich wieder auf den Weg zu machen und jeden Tag wieder eine längere Strecke zu gehen. Ansonsten muss ich sagen, es ist auch jetzt so gewesen, dass ich quasi dann ja jeden einzelnen Tag der letzten Woche immer wieder etwas zum Thema Porphyrie gebracht habe. Und natürlich, als es mir noch sehr viel schlechter ging, hat die Porphyrie in meinem Leben eine sehr viel größere Rolle auch eingenommen. Das ist inzwischen aber nicht mehr so. Natürlich lebe ich mein Leben so, wie zum Beispiel in dem Tag-3-Video beschrieben, dass ich auf meine Ernährung immer achte, dass ich quasi ja auch mein Training tracke, nicht nur um zu sehen, dass ich Fortschritte mache oder zu gucken, was kann ich anders machen, wenn ich mal keine mache, sondern auch einfach um zu wissen, wenn ich Porphyrie-Symptome habe, wie hat in den letzten Tagen meine Ernährung ausgesehen, mein Stress ausgesehen, welche Schichten habe ich auf der Arbeit gehabt? All das möchte ich einfach auch nachvollziehen können. Und das ist der Aufwand, den ich meiner Meinung nach betreiben muss bzw. sollte, um möglichst gut mit meiner Erkrankung umzugehen. Aber das war es dann auch schon. Ich möchte nicht jeden Tag über diese Erkrankung reden. Ich möchte auch nicht unbedingt jeden Tag mit meiner Erfahrung damit reden, über meine Erfahrung damit reden, denn, und das trifft auf jeden Patienten, Betroffenen zu, man ist halt einfach mehr als seine Erkrankung.
Man ist ein kompletter Mensch und nicht einfach nur der Porphyrie-Patient. Ich denke, ihr wisst, wie ich das meine und worauf ich hinaus will. Jeder hat ja noch viele weitere Interessen, Merkmale. Man hat diverse Freundeskreise oder ja, seine Verwandtschaft, seine Familie. Man ist halt so viel mehr als einfach nur dieser eine kleine Aspekt und sei er für den einen oder die andere auch noch so lebensbeeinflussend. Insofern, ja, also ich bin durchaus auch sehr froh, dass mein Partner jeden Tag den Weg mit mir gegangen ist. Also dieses Mal halt wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur metaphorisch. Das hat mir halt auch doch so ein bisschen, ja, dann halt auch mentale Kraft gegeben, immer wieder jeden Tag mich auf den Weg zu machen und das auch wirklich durchzuziehen bis jetzt zu Ende. Und natürlich freue ich mich auch, dass manche von euch hier den Weg auch mitverfolgt haben, jeden Tag wieder eingeschaltet haben. Und ich bedanke mich sehr herzlich dafür. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich jetzt nicht mehr so regelmäßig Inhalte bringe. Vielleicht auch mal wieder monatelang gar nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Das mache ich einfach davon abhängig, wie es mir halt geht, was ich machen möchte. Und wenn jemand weitere Fragen zum Thema Porphyrie hat, ihr könnt natürlich trotzdem weiterhin unter alle Videos etwas drunter schreiben, was euch bewegt. Ich kann tatsächlich aber nicht garantieren, dass ich alles immer auch mitbekomme. Und deshalb kann es halt sein, dass es etwas dauert, bis ich antworte. Also manche Kommentare gehen unter, obwohl ich eigentlich das so eingestellt hatte, dass ich über jeden Kommentar auch eine Benachrichtigung bekomme. Ja, in dem Sinne, ich habe im letzten Video, das unter dem Titel Wo finde ich Hilfe ja auch veröffentlicht ist, ein paar Organisationen auch genannt, wo man sich hinwenden kann, wenn man jetzt wirklich Hilfe braucht in Bezug auf Porphyrie, wenn man nicht weiter weiß. Und da würde ich einfach empfehlen, das vielleicht zu schauen oder einfach kurz in die Videobeschreibung zu gucken. Da sind dann auch wirklich die Gruppen genannt plus Links und da dann einfach gerne hinschreiben. Denn dafür gibt es eben Organisationen, die sich darauf spezialisiert haben. Die sind dafür da und dort kann euch einfach auch wirklich nochmal besser geholfen werden als einfach von einer Person hier auf YouTube, deren Gesicht ihr zwar kennt, die aber keine weitere Expertise hat, außer das, was sie selbst erfahren hat. So, also das war's dazu. Das war mein Fazit. Wie gesagt, ich bin echt froh, das gemacht zu haben und ich hoffe sehr, dass sich da jetzt mehr bewegt, auch in naher Zukunft, dass die Erkrankung mehr Aufmerksamkeit bekommen hat dadurch über kurz oder lang, dass es überhaupt mehr Informationen gibt, die man sich so sammeln kann, was die Erkrankung angeht. Aber ja, kann halt sein, dass wir uns erst im nächsten Jahr wieder sehen. Ich kann noch nicht so viel dazu sagen. Bis dahin, wann auch immer es sein mag, wünsche ich euch eine schöne Zeit, natürlich viel Gesundheit. Bedanke mich nochmals sehr herzlich und sag einfach mal auf Wiedersehen.